Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 10 von Transport Fever 2. Ja, wir haben letztes Mal so ein bisschen die Kurve gekratzt gekriegt. Wir müssen nochmal schauen, ist das hier das Straßenfahrzeug? Nein, das ist es nicht. Das war hier hinten irgendwo, da fährt noch eine Kutsche lang, die hier über Bofzen nach Hallendorf fährt. Und hier ist gar keiner zum Anhalten da, oder wie sehe ich das? Hier müsste doch irgendwo eine Station sein, oder? Habe ich keine eingebaut. Das wäre schlecht. Hier müsste eigentlich doch eine Station sein. Ich glaube, die habe ich vergessen. Gut, dann würde ich sagen, wir war Linie 9, glaube ich. Die müssen wir dann mal nochmal revolutionieren. In dieser Stadt sollten die natürlich auch anhalten. Okay, 3 neue Fahrzeuge sind verfügbar. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an. Da müssen wir mal gucken nach dem Dingens Intro, was wir da weitermachen können. Dann würde ich sagen, bis gleich. Dann gucken wir erstmal nach diesen Fahrzeugen. Das interessiert mich ja jetzt sehr. Gehen wir hier rein und kaufen. Und dann war der hier neu. Das ist ein Dampfwagen. Der kann 17 km/h. Die Kutsche ist ein bisschen schneller. Aber der Dampfwagen kann 4 kW. Also der ist doppelte so leistungsstark. Und hat eine Person mehr als die Kutsche. Das ist also auch nicht so verkehrt. Ne? Ich glaube, der Rest war alles gleich. Ne? Da tut sich nichts. Doch hier Emission 65 und ja, der hat 81, aber das ist jetzt erstmal egal. Und dann haben wir den neu. Und den neu. Aber hier gibt es keinen Unterschied. Pritsche und Plane. Die Plane kann alles, die Pritsche kann nicht alles. Und das ist zu unserem jetzigen eine Kapazität mehr. Und 2 km/h ist auch noch schneller. Dafür ist es natürlich mit 23.000 oder fast 24.000 und hier 32.000, gut 8.000 Dollar in diesem Falle mehr. Ne? Okay, dann müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber ich würde sagen, obwohl letzte Folge waren es noch 300, über 300.000 zum Schluss, die wir hier am Konto stehen hatten, als der letzte Zug noch angekommen ist. Also wir müssen eigentlich investieren können. Es muss eigentlich laufen. So, hier ist jetzt Linie 9. Da passiert natürlich nichts. Wir müssen Linie 9 mal revolutionieren, indem wir jetzt noch eine Dingens dahin machen. Wie heißt das? Eine Bushaltestelle in dem einen Städtchen, ne? Gebäude. Dieses. Und das machen wir jetzt hier hin. Schließen wir denn da alles mit an? Sieht so aus, oder? So, haben wir beide Seiten. Und jetzt müssten wir in das Fahrzeug, glaube ich, reingehen, was hier rumfährt, wenn es denn hier rumfährt. Oder kommt das erst noch? Ja, komm, wir können in die Linienverwaltung gehen auf diesem Weg. Ah, hier ist der Bus, glaube ich, ne, oder? Straßenfahrzeug. Wo ist denn das? Oh, der fährt da erst noch hin, alles klar. Dann wird das noch nichts. Aber Linie verwalten, das würde bedeuten, Haltestelle hinzufügen. Wir sind jetzt hier in Hallenberg und fahren dann nach hier. Wenn ich dahin mache, ne? Und da Übersicht nicht, warte, Haltestelle hinzufügen, Station per Klick hinzufügen. Wenn ich das jetzt da hinzufüge, ist die Bachstraße. Blumenstraße, Bachstraße, Birkenstraße. Okay. Aber das ist jetzt falsch. Kann ich das irgendwie ziehen? Bachstraße, Birken. Warte, dann machen wir den nochmal wieder weg. Gehen dahin und machen dann das nochmal hin. Ah, okay, alles klar. Er fügt dahinter hinzu. So, dann hat das auch Sinn und Verstand, dass wir hier anhalten. Da, da und dann da und dann wieder da. Gut, dann haben wir das verbessert. Was stand da jetzt? Via Linienverwaltung? Blumenstraße, Bachstraße, Birkenstraße, Bachstraße. Ja, ich hoffe, das ist so richtig. Gut, da sind wir weiter. Wir haben 228.000 und sollten jetzt mal uns darum kümmern, dass wir ein bisschen expandieren. Warnung, verlassen Industrie, Kleestraße, Waffen. Warenfabrik. Okay, die ist weg. Oder wird weg sein.
So, wenn wir jetzt hier reingehen, Fahrzeug kaufen, ne? Dann haben wir diesen Dampfwagen. Der kann einen mehr transportieren als die Kutsche. Ist 5.000 teurer. Macht schon Sinn, ne? Ist zwar langsamer, aber macht Sinn. Und der hier? Vielleicht sollten wir noch ein bisschen gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch eine Industrie anschließen können. Warte mal, wo war denn hier unsere Farm? Lightscow ist da hinten. Okay, das ist nach da fahren. Von da nach da fahren. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Und das Gladbeck ist, wo ist Gladbeck? Hallendorf. Wo ist denn Gladbeck? Mühle? Ne, das ist, wer weiß wo, ne, oder? Also Lightscow war das und Gladbeck. Okay, ist zu weit weg. Da wollen wir nicht drüber reden. Okay, das hat sich erledigt. Und wie ist es hier mit denen? Abnehmer Gladbeck Lightscore, genau das gleiche in grün. Aber dann würde keinen Sinn machen, dann müssten wir dieses hier machen. Und wenn wir dann hier das ja produziert haben, das Brot, der Abnehmer fürs Brot sind die Städte. Möckern, Hallandorf. Aber nee, Leitzgau ist nicht dabei. Pelling ist auch nicht dabei. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Pelling Bauernhof ist dabei. Boah, das ist ja voll doof. Aber wir müssten ja jetzt hier nicht unbedingt in dieser Ecke das machen. Wir können ja jetzt zum Beispiel mal gucken, was Leitzgau Bauernhof für einen Abnehmer hat. Ah, Leitzgau. Ach so, die Stadt wäre ja nicht Gladbeck. Wo ist denn Gladbeck Lebensmittel? Ach so, das war hier hinten. Lieferanten. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter, das. Das ist zu weit weg. Macht keinen Sinn. Also Getreide und Brot machen macht keinen Sinn. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Aber wir haben ja noch Kohle, ne? Abnehmer. Pelling. Das ist da. Dann würde ich sagen, sollten wir schauen, dass wir von hier nach da die Kohle transportieren. Wo ist denn hier noch der Rest? Abnehmer? Ne, Lieferanten. Kettemers Mühle. Leitzgau. Das ist nebenan. Bums, ist Licht ausgegangen. Eine Lampe aus. Das ist da. Okay. Könnte man den Berg hochfördern zum Bahnhof. Aber dann, das ist ja ein Passagierbahnhof, ne? Kein Güterbahnhof. Das müsste man dann, glaube ich, umswitchen. Ich denke, wir werden jetzt hier die Linie ausbauen, indem wir jetzt hier gucken. Wir haben jetzt über 300.000. Nehmen das hier, machen hier einen Wegpunkt für LKWs und hoffen, dass wir das hier hinbauen können. Das sieht schon mal gut aus. Drehen wir mit N und M, ne? Ja. Oh, hier ist noch billiger, aber nicht angeschlossen. Hier wäre noch günstiger. Okay, haben wir. Und dann müssen wir hier noch einen hinsetzen. Den drehen wir mal komplett um. Ist teuer hier. Wegen Erdarbeiten wahrscheinlich dann, ne? Bringen wir das auch woanders hin, wo es günstiger ist. Hier kostet. Ne, drehen wir ganz um. Hier kostet nur 80. 79. Okay. Ach, da habe ich die falsche Taste erwischt. Nochmal das Ganze. Hier muss doch jetzt gerade mit. Habe ich nicht gerade eben schon hier 74 gesehen? Wohl nicht. Kann ich das drehen und da ist es billiger? Nee.
75 war das günstigste. Zack, hin damit. Okay, das haben wir. Das heißt, jetzt noch ein Fahrzeug schnell gekauft. Und zwar Fahrzeug kaufen, diesen Planwagen. 32.000 kriegen wir, kaufen wir. Neue Linie von da nach da. Fährt, oder? Oder läuft? Nee, fährt. So, dann ist die Kutsche unterwegs. Was ist das hier? Erweitern? Nee, will ich nicht. Ich will gucken, wo sie ist. Müsste jetzt hier rauskommen. Ist er auch. Das ist unsere Kutsche. Und fährt wohin? Nach Pellingen Nord? Nee, das ist falsch. Wenden? Nee, wenden sollte der nicht. Wie kann ich dem denn sagen, fahr jetzt nicht nach Pellingen Nord, weil da soll er gar nicht hin. Entschuldigung. Fahrzeug verwalten. Wie kriege ich dem denn jetzt gesagt, er soll nicht nach Pellingen Nord fahren? Pellingen Nord ist nämlich da und das ist falsch. Der soll erst nach da fahren. Warum soll er denn da hinfahren? Das macht doch keinen Sinn. Übersicht. Anhalten, wenden. Ne, wenn ich wenden mache, ist ja doof. Fahrzeug ins Depot schicken, ne? Linie zuweisen. 10, passt. Aber ich will den doch, dass der nicht dahin fährt, wo der jetzt hinfährt hier. Wie kriege ich das denn hin? Fahrzeuge verwalten, geht das hier? Ins Depot, klonen, ersetze gewähltes Fahrzeug, kann ich neu anmalen. Aber ich kann ihm nicht sagen, er soll woanders hinfahren. Oder ich weiß es nicht, das kann auch sein, ne? Ja, dann ist das halt so. Dann muss er erst dahin fahren. Gut, haben wir aber erst. Wir haben noch 60.000. Wir machen mal ein bisschen schneller und hoffen, dass wir hier Geld einnehmen noch. Das haben wir erstmal alles. Zug war hier. Zug kommt da an und wir haben immer noch weiße Zahlen hier, also schwarze Zahlen, sagen wir mal besser. Und keine roten, ne? Und jetzt geht es wieder voll hoch, weil der da reinfährt. 168.000, das ist doch schon mal was. Das ist jetzt hier unser Straßenfahrzeug 24. Eine neue Industrie wurde gegründet. Okay, das ist irgendwo anders. Das bringt uns nicht weiter. Okay, da werden auch schon Waren hingeliefert, wie wir sehen. 108, da geht was. Also das würde bedeuten, wir haben ja gerade genug Geld, ne? Sollen wir da mal noch zwei klonen oder so? Eins habe ich schon geklont, ne? Sollen wir noch einen machen? Na, jetzt nur 44.000. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Was sagt denn unsere Finanzverwaltung hier? Okay, wir haben hier investiert 185.000. Das heißt, da war es knapp im Plus. Und jetzt sind wir hier knapp mit 10 Miesen unterwegs. Hier waren wir im Plus und hier haben wir investiert. Okay, da war aber ein schlechtes Jahr, 68. Aber der Rest passt, ne? Okay, da sah es schlecht aus. Haben wir viel investiert wahrscheinlich. Und hier hat es sich immer die Waage gehalten. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ins Plus kommen, ne? Aber erstmal macht der Eindruck gar nicht so schlecht sein, denke ich mal. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wo ist der andere Zug? Da. Kutsche ist da. Kutsche ist da. Was macht unsere Linie, die wir eben noch angegeben haben hier, die Neuner?
Ah, guck mal, hier stehen Leute. 1 und 7, sehr gut. Und hier stehen 5. Das heißt, die Linie wird jetzt angenommen. Und 2, passt. Hört sich so ein bisschen so an, als ob wir zusehen müssen, dass wir noch eine Kutsche hinkriegen, ne? Fahrzeug kaufen. Kutsche ist das, ne? Ich weiß nicht, der wird das nicht. Also der fährt ja 18 und der fährt nur 17, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das klappt hier. Wo ist denn die Kutsche, die da drauf ist? Lass uns die mal gerade suchen. Das ist die, ne? Die fährt jetzt hier volle Kanne 18 km/h, ne? Hier ist eine Passstraße, oder? Fährt die immer 18? Lass mal gerade auf Stufe 3 machen. Man sieht nicht, dass es weniger wird. Also ich glaube, auch berghoch. Oder? Weiß ich nicht. Hier müsste es hochgehen, oder? Kann man sowas hier sehen? Reliefkarte oder so? Fahrzeugstatistik? Nee. Aber hier sind wir 18 km/h. Der fährt wohl so schnell. Das sollte hier wohl keine Schwierigkeit geben. Da, 14, 13. Aha. Und der andere wird definitiv hier bei dem Anstieg schneller sein, weil der mehr Leistung hat. Gut, wissen wir das. Dann macht das Sinn, vielleicht doch diesen Dampfwagen zu kaufen. Aber gerade nicht, weil wir gerade mal eben 100.000 Miese haben. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Möckern ist da hinten. Geht da eine Straße hin? Oh ja, hier lang. Über das Gebirge da oben, über eine Hochebene sozusagen. Wow. Ja, da brauchst du gar nicht mit der Pferdekutsche anfangen. Die Pferde kommen da gar nicht hoch vielleicht, ne? Naja. Wo ist denn die Kutsche da, ne? Und die ist da, okay. 3 km/h hier nur. Da ziehen die ab, habt ihr gesehen? Okay. Wissen wir das erstmal? Jetzt sind wir bei 98.000 plus. 3 km/h war da gerade nur. Fahrzeug kaufen. Den. Sollen wir den jetzt kaufen? Kaufen wir. Setzen wir auf Linie 9. Und weg ist er. Und jetzt muss der hier irgendwo sein. Oh, der hat den überholt oder was? Nee, ne? Die Kutsche ist schneller, wie wir gerade sehen. Okay, der Dampfwagen biegt jetzt hier ab. Können wir ja verfolgen, ne? Das ist ja cool, das Ding, oder? Jetzt ist die Frage, 17 km/h. Sind wir auf ganz schnell? Ja. Wir haben 47.000. Immer noch 17 km/h. Hier geht es ja gleich den Berg hoch, oder? Es stellt sich gleich nur die Frage, ob der, wenn der vor sich jemand hat, ob der den überholt oder nicht. Also hier ist ja noch flach, glaube ich, ne? Mal Karte drehen. Da hinten geht es erst hoch. Ah, hier kann ich Topografie anmachen. Kann das sein? Landschaftsbau? Ach so, nee, doch nicht. Ich dachte, Topografie kann ich da sehen. Okay, jetzt sehen wir gleich hier, wie es hier weitergeht. Weil hier sind jetzt die ersten Steigungen. 17 km/h. Fährt er immer noch. Dörren-Warenfabrik, okay. So, jetzt sehen wir hier eine Kutsche, Autosave, okay. Und hier geht es jetzt hoch. Fährt immer noch 17. Aber der da ist langsamer, seht ihr das? Und jetzt ist die Frage, ob er überholt. Nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder?
Jetzt tuckert er hinter der Kutsche hinterher, hinter dem Gespann hinterher, mit 6 km/h. Er könnte viel schneller, macht er aber nicht. Nee, oder? Das ist doch jetzt ein Scherz. Alter. Irgendwo kommt jetzt auch noch ein Zug. Jetzt dürfen die da noch nicht mehr rüberfahren. Jetzt ist der gleich tot. Noch nicht. Alter, jetzt fahr doch da dran vorbei. Also das ist natürlich ganz schlecht, ne? Dass der nicht überholt. Wie kriege ich das denn hin? Straße. Straßen. Vierspurige Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Zweispurige Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h. Wie schnell fährt denn das Ding? Ach, 17 hatten wir ja. Zweispurige Landstraße mit einer Geschwindigkeit. Was ist das hier? Zweispurige Landstraße mit einer Geschwindigkeit von 40, von 60? Jetzt müsste ich dann gucken. Aber kann man das upgraden? Aufrüsten. Kann ich das aufrüsten für... Oh, so teuer. Oh, auch zu teuer. Vier Gebäude werden entfernt. Ein Gebäude wird entfernt. Oh, ein Gebäude wird entfernt. Das kostet uns ein Vermögen dann. Okay, lassen wir das Spielchen sein, das bringt nichts. Aber das ist richtig ärgerlich, dass der da nicht vorausfährt, ne? Jetzt fährt er wieder 17 und die Kutsche ist jetzt weg, weil kein Anstieg mehr ist, ey. Das ist ja richtig, man, doof. Fährt denn der jetzt lang? Ja, da habe ich mich jetzt drüber geärgert, richtig. Ihr habt es gesehen, wie doof das ist, oder? Aber ich glaube, da können wir nichts machen dann, ne? Ja, okay, dann würde ich sagen, lassen wir das erst sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.